Hallo und herzlich willkommen, liebe Planet Coaster Freunde. Ich bin der Zapp. Ich stehe in der Main Street von meinem Satuma Park und es ist dunkel. Da oben ist irgendwo der Mond. Ja, warum ist es dunkel hier und warum habe ich eigentlich hier diesen Baum selektiert? Keine Ahnung. So, fortfahren. Ja, weil ich mir natürlich mal angeguckt habe, ich habe hier übrigens einen Stein gerade hingestellt. Der ist irgendwie vom Himmel gefallen. Gefiel mir irgendwie ganz gut, dass da noch ein Stein ist. Da könnte jetzt natürlich noch eine Lampe drauf und so ein Kram. Natürlich. Pass auf. Ich habe mir nämlich hier meine Main Street mal im Dunkeln angeguckt und habe noch das ein oder andere Manko entdeckt, dass man hier noch ein bisschen mehr beleuchten muss. Hier, guck mal, unser schöner Brunnen, ja. Da ist zwar eine Lampe drin, aber so richtig, ne? Könnte ein bisschen mehr sein. Hier rumherum ein bisschen blau vielleicht. So, und hier diese Fassade, die ist auch noch überhaupt nicht beleuchtet. Und genauso wie diese Fassade, die ist auch noch nicht beleuchtet. Das geht hier schon wieder einigermaßen. Ja? Hier ist auch ein bisschen beleuchtet, das geht auch. Also wir müssen ein bisschen an der Beleuchtung schrauben. Eigentlich wollte ich die ja abschließen im Main Street. Aber ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch, was mit meinem unterirdischen Themenbereich so stattfindet. Der unterirdische, der unter dem Schloss stattfindet. Das Schloss kommt ja hier drüber. Und ich zeige euch mal, wie weit ich damit bin. Ich habe die erste Höhle quasi als Musterhöhle jetzt ausgestattet. So wie ich dann den ganzen Drachenbereich so in diesem Style machen möchte. Und da habe ich noch mal ein bisschen eine Stunde investiert. Und das kann man nur im Dunkeln zeigen, weil ich habe hier die Höhlenbeleuchtung natürlich gesetzt. So, also hier fährt die Achterbahn jetzt rein in die erste Höhle. Hier kommen also ein paar Wurzeln noch aus dem Fels, ja. Und hier fährt sie dann in die erste Höhle. Und das Ganze sieht dann hier so aus. So, das ist wie gesagt eine Tropfsteinhöhle, das hatten wir ja schon. Und das Ganze sieht jetzt hier so aus. Also, das ein bisschen, das Thema so ein ganz klein bisschen aufgegriffen, was das Ganze so ein bisschen begleiten soll und wo es auch hier direkt hier neben einen neuen Themenbereich gibt. Ja, ich fahre mal mit euch hier ein bisschen rum, damit er hier noch ein bisschen Eindruck gewinnt. Hier hängen noch ein paar Tropfsteine von der Decke. Hier ranken noch ein paar Wurzeln aus der Decke. So sieht das Ganze hier aus. Ja, Tropfsteine mit Wurzeln, ein bisschen beleuchtet, ein bisschen unterschiedlich beleuchtet. So, wie sieht das Ganze von hier hinten aus? Das hat auch noch einen coolen Look. Von hier hinten sieht das Ganze so aus. Ja, da fährt dann die Bahn entlang. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen auf YouTube, weil das ist schon ein bisschen dunkel hier. Aber ich glaube, man kann da einen ganz guten Eindruck gewinnen, oder? So, und das ist so meine Musterhöhle gewesen. So, nach welchen Kriterien und nach welchem Style möchte ich denn die Drachenhöhle gestalten? Ja, hier ist noch so ein paar alte Stützen stehen hier noch rum. Ja, eine Statue ist hier noch versunken im Schlamm. So in diesem Style kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch die Drachenhöhle mache. Ja, also hier ist jetzt noch nichts passiert. Ja, man fährt hier noch durch. So, und hier ist noch nichts weiter passiert. Ja, das ist noch alles so geblieben. Aber ich glaube, das kann man machen, oder? So in diesem Style dann die Drachenhöhle und dann am tiefsten Punkt dann, wo der Drache haust, ja, oder wohnt, da vielleicht noch ein paar Schatztruhen hinstellen, dass er den dann bewacht, den Schatz, irgendwie sowas, ja. Gut. So, ihr wisst ja mittlerweile, hoffentlich habt ihr den Namen dieses Themenbereiches. Warte, ich mach mal eben wieder Licht an, sonst, ne. Ich hoffe, ihr habt den Namen dieses Themenbereiches mittlerweile erraten, der hier direkt hier neben dann stattfindet, wo die Achterbahn aus dem Drachengebiet dann quasi hier wieder hoch zum Bahnhof fährt. Ja, das soll ja hier
mit Ruinen und alten Fassaden und so alles versunken. Ja? Nächste Folge sage ich, wie der Themenbereich heißt, wenn ihr nicht schon selber darauf gekommen seid. Ja? So, ich tauche mal wieder auf. Schwupp, da bin ich. So, und dann würde ich jetzt sagen, wir machen mal eben kurz unsere Main Street weiter. Wir werden die jetzt noch ein ganz kleines bisschen beleuchten. Ich muss mal gucken, welche Beleuchtungskörper ich denn dafür hernehme. Welche Beleuchtungskörper nehme ich denn dafür? Einfärbbares Flutlicht. Das sieht bestimmt hier toll aus, wenn ich das hier direkt aufs Dach stelle, oder? Ich kann das hier direkt aufs Dach stellen. Das einfärbbare Flutlicht. Aber ich kann das auch hier direkt aufs Dach stellen. So. So. Flutet das denn? Oh. Ganz wenig. Ganz wenig. Okay, aber wir wissen ja, dass wir das in der Helligkeit einstellen können. Dieses Flutlicht. Indem wir einfach die Farbe ein bisschen dunkler schrauben. So, ist besser, oder? Sollen wir da mal ein bisschen blau reinmischen? Was haltet ihr davon? Ist das jetzt blau reingemischt? Nö. So, ist das toll, oder? Bisschen blau reingemischt. So. Dann ist das nicht zu grell, weißt du? Ich guck mal. Ja, so sieht das doch schön aus. So. Sollen wir den Baum auch noch bestrahlen? Ist der Baum auch noch so, dass der sagt, nö, der muss unbedingt. Wir können ja hier aufs Geländer, können wir ja eine Lampe stellen. Das können wir ja machen. So, warte. Wo sind meine Lampen, die ich dafür immer haben will? Hier. Diese Lampe. Ja, dann steht die halt auf dem Geländer. Ich kann es nicht ändern. Ja, die kann auch auf dem Boden stehen. Ich kann die auch hier unten auf den Boden stellen. Aber ich muss erstmal gucken, ob die dann auch den Baum beleuchtet. Ja, beleuchtet. Die beleuchtet den Baum. So, wo stellen wir die denn hin, die Lampe? Sollen wir die hier unten auf den Boden stellen? Vielleicht auf dem Boden und nicht in dem Boden? So. So. Jetzt beleuchtet die. Ich muss mal eben gucken. Mach mal. Was könnten wir der denn noch für eine Farbe geben? Wenn die den rot beleuchtet, das ist auch nicht schlecht. Ne? Der wird zwar dann nicht rot, aber das hat dann eine ganz bestimmte schöne Farbe, finde ich. Finde ich einfach. So. Okay, der muss natürlich von der anderen Seite auch noch beleuchtet werden. Selbstverständlich. Warum nehme ich nicht einfach die Lampe mit und kopiere die? Jetzt hat die sich in das Gebäude integriert. Habt ihr das gesehen? Warum nehme ich nicht einfach die Lampe mit? Dreh die um. So um 180 Grad. Zum Beispiel so. So, so beleuchtete Bäume. Ich finde die auch total toll. Auch im Sommer, wenn man so irgendwo im Biergarten sitzt oder so und die Bäume sind beleuchtet. Ich mag das. Ich mag das. So, wo stelle ich die blöde Lampe hin? Da. Oder? Ja. So. Ich mag das. So. Ja. Was das eine Flutlicht für die Fassade ist, ist natürlich die Kopie des Flutlichtes für die Fassade. So, ich guck mal eben, wo muss es hin? So, passt schon fast, oder? Passt schon fast. So. Ja. Klong. Sah aus wie ein Foto, was er gerade geschossen hat, mit Blitz. So, okay. Hier geht's weiter. Hier muss natürlich noch unsere Main Street
Laterne hin. Die habe ich tatsächlich vergessen. Die habe ich tatsächlich vergessen. Weil hier beleuchtet noch keiner was. Das geht natürlich nicht. So. Wo sollen wir die hinstellen? Sollen wir die hier hinstellen? Direkt auf die Ecke? Könnten wir machen. Dann könnten wir nämlich die hier gegenüber auch nochmal hinstellen. So, ist die jetzt genau ausgerichtet? Ich gucke. Ja. So. Dann könnten wir die nämlich hier auch noch hinstellen. Dann ist der Bereich schon mal ausgeleuchtet. Hier müssen wir noch was hinstellen. Hier fehlt auch noch eine Lampe. Ach, überall fehlen Lampen. Hier. Hier. So. Okay. Jetzt ist da noch ein bisschen dunkel, aber das sparen wir uns. So. Den Brunnen, den wollten wir da auch noch irgendwie machen, oder? Wie wollten wir den denn machen? Den Brunnen. Pass mal auf. Den Brunnen machen wir. Boah, der eine Umgebungslicht. Ich guck mal, ob das funktioniert. Der Brunnen kommt. Ja. Was hältst du denn, Brunnen, davon, wenn du tatsächlich mal dunkelblau wirst? Da hält er irgendwie nichts von. Okay, dann kann ich das schon mal damit nicht machen. Ich dachte, das würde gehen. Upsa. Ich dachte, das würde gehen. Dann kann ich, würde ich die Umgebung nämlich dunkelblau machen. Weißt du? So brunnenwassermäßig. Aber der will partout. Der will partout. Jetzt will er es. Warum hat das denn gerade nicht gewollt? Komisch. So. So, guck mal so. Oder? Jetzt ist das hier schön blau. So brunnenmäßig halt. Wassermäßig. Wassermäßig. Ich muss die erst kopieren. Ich mache da nicht zu viele von, sonst wird das ja alles zu blau. Ich glaube, einer auf der gegenüberliegenden Seite reicht noch, oder? So. Einer da auf der Seite reicht. So, und jetzt ist das ein schöner blauer Brunnen. Mach mal was, Brunnen. Ja, ja. Siehst du? Ja. So ist das toll. So. Ich muss die natürlich wieder in den Boden versenken. Aber ich wollte erst gucken, ob die passen. Weil wenn ich die jetzt versenke, komme ich da nie wieder dran. So, ab im Boden. So, jetzt ist das so ein Unterwasserlicht, siehst du? Und wenn ich jetzt da dran klicke und die wieder haben will, dann komme ich nicht mehr dran, weil das andere Objekt da drüber steht. Deswegen erst richtig einstellen und dann versenken. So, eigentlich sollte das ja hier. Und jetzt versenken. So, und nach wie vor leuchtet es schön blau. Aber ich komme da nie wieder dran. So, aber schön blau. So, was wollten wir denn noch machen? Wollten wir noch irgendwo Reklame aufhängen? Weiß ich gar nicht. Hier ist noch so eine ätzende Fassade. Nee, hier ist die Fassade schön. Aber hier ist noch eine ätzende Fassade. Siehst du? Hier muss ich noch irgendwas machen. Irgendwann mal. Ich könnte hier noch Reklame aufhängen. Das Gebäude wäre dafür bedingt bereit. Ich aber nicht, weil ich die Reklame nicht finde. Ach, da ist sie. So, Wand. Wandreklame, oder? Wand. Hier nicht. Hier. Oder das? Das wäre toll. Vielleicht. Das leuchtet nicht. Das leuchtet. Guck mal da. Das leuchtet schon vom Weiten. Hot Dog Squad. Ja. Leuchtet das auch? Nö. Sieht man, welches Schild leuchtet? Neon. Ja, sieht man. Das leuchtet auch. Sollen wir das hier so hinmachen? Sieht aus wie eine Großstadt, oder? Was ist denn mit dem... Nee, der Stiefel, der ist blöd. Warum sollte da auch ein Stiefel hängen? Warum sollte da auch ein Stiefel hängen? Ich stell das mal dahin und mal gucken.
Ich weiß nicht, ob das toll ist, aber ich kann ja mal gucken. Ja, hat was. Wir müssen uns eh was hier mit dem Background noch überlegen. Ja? Aber für so eine Main Street, warte, wenn ich hier von hier komme, wie sieht das aus? Ja, ja, ja. So, jetzt packen wir hier unten noch eine Reklame hin und dann haben wir hier genug Reklame hingepflastert, oder? Das hatten wir gerade schon. Oh ne, die Kuh nicht. Auch nicht. Das machen wir auch nicht. So eine Seitendings. Was ist denn mit Pommes? Pommes leuchten nicht. Die Pommes leuchten. Die Pommes leuchten. Dabei ist ja völlig wurscht, ob da jetzt Pommes drin sind oder nicht. Aber die Fassade ist mir zu schade dafür. Ich will das entweder hier auf der Ecke haben oder gar nicht. Was ist denn hier mit so einem Ding? Haben wir eigentlich schon irgendwo Erste Hilfe? Informationsschild, Geldautomat. Haben wir irgendwo im Park überhaupt mal Erste Hilfe? Glaube ich gar nicht, oder? Haben die jemals danach geschrien, wir brauchen Erste Hilfe? Auch nicht, oder? Boah, ganz kleiner Schild. Szenerie. Ich guck mal hier. Ja, vielleicht haben die ja bessere. Vielleicht haben die ja bessere. Naja, würdest du dich bitte mal... Der ist immer noch toll, das Schild, oder? Das nicht. Das auch nicht. Ich weiß, was ich vermute. Die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, in welche Kategorie die Schilder packen sollen. Da hatten die überhaupt keinen blassen Schimmer. Und da haben die ein paar in die Szenerie und ein paar in Gebäude gepackt. Das vermute ich ja mal. Das vermute ich. Oh. Naja, ich hätte gerne was Leuchtendes. Aber das schönste und beste Schild, was ich gefunden habe, ist tatsächlich... Nee, nicht das. Ist tatsächlich das. Das ist noch am ehesten, ja, könnte da hängen, oder? Das ist am ehesten noch, könnte da hängen. So, und deswegen hängen wir das. Guck mal, wie schön lila das ist. Und deswegen hängen wir das jetzt dahin. So, ja. Ein kleiner Ruckler. Manchmal ruckelt's. Oh, guck mal, da oben guckt was raus. Das ist natürlich nicht toll. Wieso guckst du da raus? Was kann ich dagegen tun, dass du da rausguckst? Ich könnte dich weiter nach rechts schieben. Hier so. Ja. Jetzt guckst du nicht mal da raus, wetten? Siehst du? Wo ist, kommt denn hier die Polizei her? Habt ihr auch gerade gehört, oder? Feuerwehrauto? Oder Polizeiauto? So, ja, wir gucken mal ein bisschen aufs... Ach nee, komm, wir gehen mal hier hin und gucken ein bisschen aufs... Ja, wofür haben wir hier so eine schöne Aussichtsplattform? Und gucken mal ein bisschen auf den See. So schön, wenn es dunkel ist. Ihr habt im Übrigen mal gefragt, ey, macht doch mal einen Parkrundgang. Das kommt ja, das habe ich schon mal angedeutet, dass ich sowas mache. Und zwar mache ich ja einen richtigen Film von diesem Park. Wie eine Familie mit dem kleinen Sam, ja, er muss jetzt nicht Sam heißen, aber er kann Sam heißen, wie eine Familie mit dem kleinen Sam diesen Freizeitpark erlebt. Und das wird eine komplett eigene Serie, in der ich ganz viel aus der Ich-Perspektive mache und auch ganz viele Fahrgeschäfte zeige und eigentlich überall mit euch dann zusammen in diesem Film hingehe. Vielleicht erzähle ich dann noch eine kleine Story vom kleinen Sam, wie er das alles so erlebt. Keine Ahnung, ja. Aber das wird natürlich alles komplett verfilmt hier, was ich mache. Und deswegen lege ich auch so viel Wert auf Details, weil das sieht man später im Film alles, ja. Und das soll natürlich aussehen wie ein richtiger Freizeitpark, ja. Aber ja, das kommt alles noch. Das wird alles noch mit diesem Park passieren. Und der Film, den starte ich in der Produktion
wenn das Schloss steht und der Märchenwald steht. Weil dann habe ich nämlich für die ersten Themenbereiche, für das Ritterland, für das Piratenland, für das Westernland hinten auch und hier für die Main Street natürlich die fertige Kulisse. Ja, das heißt, dann ist alles, steht alles rund um den See, dass ich ganz getrost dann die weiteren Themenbereiche bauen kann, aber den Film parallel auch drehen kann, weißt du? So wird das passieren. So, wir gehen wieder zurück. Ja, gut, ich nehme mal an, ach, wir haben schon wieder 20 Minuten um, unglaublicherweise. Wie schnell die Zeit vergeht, oder? Gut, jetzt haben wir hier den, also wir sagen, jetzt ist die Main Street fertig, oder? Jetzt schraube ich da nicht mehr dran. Hand hoch, wer sagt, die Main Street ist fertig? Okay, 1, 2, 3, 200. Okay, ihr seid in der Überzahl, Main Street ist fertig. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Ins Märchenland. Da haben wir ja gesagt, wir brauchen hier ein Fahrgeschäft und irgendwas muss hier passieren. Hier geht auch der Zugang hin zum neuen Bereich. Irgendwo hier passiert er oder der passiert schon hier. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Kann auch sein, dass der hier passiert. Aber nächste Folge machen wir den Märchenbereich weiter. Bis hierhin erstmal, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder drückt auf den Abo-Button oder markiert das Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich was Neues hochlade. Bis dann, euer Zappa.